Ziel dieses Videos ist es, alle Zahlen von 0 bis 99 aufzuschreiben. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Aber ich werde jetzt nicht einfach alle Zahlen hier hinschreiben, sondern ich versuche es auf eine etwas besondere Art und Weise zu machen, damit hoffentlich ein Muster zum Vorschein kommt. Also ich fange jetzt einfach mal erstmal an mit der 0 und dann die 1, die 2, die 3, 4, 5. 6, 7, 8 und 9. So, jetzt könnte ich natürlich hier die 10 hinschreiben, weil du weißt ja sicherlich auch schon, dass nach der 9 die 10 kommt. Aber ich mache stattdessen etwas anderes. Und zwar kopiere ich mir jetzt erstmal die oberste Reihe hier. Kopieren, einfügen. Und packe mir die da drunter. Und dann habe ich ja eben schon gesagt, hier kommt jetzt die 10 hin, also schreibe ich hier eine 1 davor. Und nach der 10 kommt die 11, also schreibe ich ja auch eine 1 davor. Und nach der 11 kommt die 12, also schreibe ich auch eine 1 davor. Und dann kommt die 13, die 14, 15, 16, 17, 18 und 19. Und ich denke, du siehst schon so ein bisschen, wo das vielleicht hinführen könnte. Weil die 1 hier vorne, ich habe jetzt zwar eine 1 hier vor die 0 hingeschrieben, aber eigentlich stellt diese 1 hier ja eine 10 dar. Also das hier heißt eigentlich 10 plus 0. Und das hier heißt eigentlich 10 plus 1 und das ist 11. Und 10 plus 2, das ist 12. Und so kann ich jetzt auch weitermachen. Also nach der 19 hier hinten würde ja jetzt die 20 kommen. Also füge ich mir wieder die erste Reihe ein. Pack mir die hier schön hin, dann wechsle ich mal nochmal die Farbe und mache da mal eine 2 davor. 20 plus 0 ist 20, 20 plus 1 ist 22, 20 plus 2 ist 22, dann kommt die 23, die 24, 25, 26, 27, 28 und 29. Und so mache ich jetzt einfach weiter. Die nächste Reihe ist dann die 30er Reihe. Also füge ich mir wieder die erste Reihe ein und wechsle nochmal die Farbe. Und dann kommt überall eine 3 davor. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 und 39. Und ich denke, das Muster ist dir jetzt bestimmt schon aufgefallen, weil auf die Ziffer auf der rechten Seite, die ist immer die gleiche. Die geht immer von 0, 1, 2, 3, 4 hoch bis 9. Und was ich mache, ist, ich erhöhe einfach nur die Ziffer auf der linken Seite von der Zahl jeweils. Also hier ist jeweils einer, dann kommt hier die 2, dann kommt hier die 3. Und jetzt natürlich die Frage, kann ich jetzt irgendwie relativ schnell am besten auch die ganzen restlichen Zahlen noch aufschreiben bis 99? Ja, und ich denke, das geht mit der gleichen Technik sozusagen. Ich kopiere mir jetzt einfach das hier hin, das wird die 40er Reihe, habe ich noch nicht hingeschrieben, aber mache ich gleich. Dann ist das die 50er Reihe, dann wird das die 60er Reihe, die 70er Reihe, die 80er Reihe. Jetzt brauche ich ein bisschen Platz, also muss ich eben ein bisschen runterscrollen. Nehmen wir die erste Reihe mal kurz weg. Und dann wird das die 90er Reihe. Und dann mache ich jetzt hier vorne weiter, wie ich auch am Anfang schon angefangen habe, also hier war eine 1. Da die 2, da die 3, also ist das nächste dann die 4. Ich sollte eine andere Farbe nehmen. Ich wechsle nochmal die Farbe. Das hier ist eine 4, dann kommt hier eine 5, die ist nicht so schön, die 5. 5, dann haben wir die 6, die 7, die 8 und die 9. Also habe ich eigentlich geschrieben 30, 40, 50, 60 plus 0 ist 60, 70, 80 und 90. Und jetzt mache ich das gleiche, wie ich am Anfang mit der ersten Reihe gemacht habe, mache ich das jetzt hier mit der ersten Spalte sozusagen und ich kopiere mir jetzt einfach die 4, 5, 6, 7, 8, kopieren, einfügen und dann packe ich die jetzt einfach vor die anderen Zahlen auch davor. Dann habe ich jetzt hier 41, 51, 61, 71, 81 und 91. Und so mache ich jetzt einfach immer weiter.
Was ich jetzt eigentlich mache, also ich füge jetzt hier nicht eigentlich die Zahlen von 4 bis 9 an, sondern was ich jetzt jedes Mal einfüge, ist 40 und 50 und 60 und darauf addiert wurde dann halt immer noch die gelbe Zahl, die ich schon vorher dahin kopiert habe. Also hier ist es 40 plus 5 sind 45. 50 plus 5 sind 55. Und das mache ich jetzt noch bis zum Schluss. Das ist die 46, 56, 66 und so weiter. Die 47, die 48er und 49. Und jetzt habe ich genau das erreicht, was ich am Anfang wollte und habe alle Zahlen von 0, ich scrolle mal kurz einmal hoch, alle Zahlen von 0 ganz oben links bis 99 aufgeschrieben. Die kommt dann hier unten rechts. Und wenn ich jetzt wollte, könnte ich auch einfach weitermachen und könnte hier auch noch die 100 dazu schreiben. 100. Oder ich kann es ja nochmal, habe ich nochmal ein bisschen hervorheben. Also das hier wäre 0. Und dann siehst du, dass dieses Muster sogar immer weitergeht. Weil hier habe ich jetzt eine 10 stehen. Also habe ich jetzt hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das war ziemlich cool.